Was ist Tarempong? Ein Instrument aus Metall, lauter kleine Gongs. Sieht ein bisschen aus wie ein Busen und wurde früher auch nur von Frauen gespielt. Heute spielen sie aber auch schon Männer. Und hat einen sehr schönen Klang. Was unterschied Talempong oder Chalempong mit Bonang von Gamelan von Java? Sie klingen viel dumpfer. Okay. Das ist diese hier. Ja, die Bonang. Ja. Bonang ist dicker Material, ich glaube, ein bisschen. Ne? Dann Oher ein bisschen. Ne? Ja, aber vor allem sehr dumpf im Klang. Okay. Und anders gestimmt, die haben ja ganz andere Tonleitern. Das ist eigentlich eine normale chromatische Stimmung. Würdest du bitte ein Spiel, eine Melodie play? Bajukurang. Bajukurang, okay. Das ist ein Volkslied, ne? Ja. Von Batak. Von Milan Kabau. Okay. Das geht um ein Gewand, für ein Kleid, für das hat man dann bei der Begrüßung, bei großen Festen. Ja. Und wird dann im Tanz dazu getanzt. Bajukurang. Bajukurang. Okay. Und das ist das Melodieinstrument. Melodieinstrument, okay. Und dazu gibt es noch Akkordinstrumente. Mhm. Chalang. Und. Das ist Pengering. Sauer sagt man auch, glaube ich. Ja. Hier spielt man meistens Akkorde, zum Beispiel. Okay. Und Chanang ist da. Chanang ist tiefer. Ja. Okay. Wenn Chanang, und das ist eigentlich Gong. Okay, dann hier Jan Chanang ist eigentlich diese, die kleine Suisse, die Chanang. Ha? Okay, das ist. Das ist Chanang. Und es gibt auch nicht nur so Talempong Rea oder so sitzen, es gibt ja auch stehen, oder? Pachi. Ja. Kann ihr vielleicht Talempong Pachi machen, kurz zeigen? Gerne. Bitte. Das hier. Petika Dani. Du bekommst die Nummer 5, Petika Dani. Okay. Das ist keine schlechte Note. Bin ich gefragt, 2 und 4? Yes. Okay. Das ist Talempong Pachi. Normalerweise. Ja. Ja. Ich hab das, gell?
Okay, jetzt ist, wie mit dem Trommel, bin ich gefragt, erklären, ja. Also das ist eine traditionelle Trommel. Ja, unterschied mit dem Djembe von Afrika oder so. Oder vom Material. Oder Tamburin oder so. Also ich glaube, ganz besonders ist, dass sie aus einem Baumstamm gefertigt worden ist, aus einem Stück Holz, das ausgehöhlt wird. Auch die Bespannung ist sehr rohes, einfaches Leder. Also es ist kein High-End-Musikinstrument, sondern etwas sehr Ursprüngliches. Auch rohes, man muss sich beim Spielen auch daran gewöhnen. Die hat auch einen masochistischen Touch. Es schauen überall Kanten und Ecken heraus. Also man muss ein bisschen aufpassen, was man macht. Okay. Sonst üblich ist auch eine Bemalung, eine Verzierung. Die Bedeutung, ein Loch gibt es auch zum Ausgleich vom Druck. Grundsätzlich gibt es zwei Seiten. Man sieht schon an der Größe, dass sie unterschiedliche Töne produzieren. Also die Größe ist natürlich einen tieferen Ton. Meistens hat man eine Führungshand beim Trommeln, also mit der man den hauptsächlichen Rhythmus macht. Das ist meistens die stärkere Hand, also die bei mir die rechte. Und die linke macht das Zuspiel und im Endeffekt Trommeln kann man nicht lernen, das kann man nur üben. Yeah. Man wird immer nur besser und was kann man sonst noch sagen zu einer Trommel? Okay. Da hast du den Trommel, jetzt beginnen wir mit dem Flöte, eine Kadani. Ja, ich google gerade. Ob da den Punkt wieder wirklich nur Frauen gespielt hat? Vor dem Trommel. Kadani. Also noch weitere Erklärung über Trommel. Du kannst ja verschieden schlagen. Ich glaube, man jetzt eher mit dem vorderen, mit dem Finger gucken eher oder mit der Handfläche. Oder auch mit der Handkante. Ja, okay. Man kann mit der anderen Hand den Schlag entweder offen lassen, dann klingt die Trommel weiter, oder man hält die zweite Membran fest, dann wird es ein sehr dumpfer Schlag, ohne Nachhall. Mhm. Aber wenn man schneller spielt, ist das sehr gut, weil sich dann die Töne nicht überschlagen. Mhm. Benigani hat schon gesagt, es gibt viele Klangnuancen, wie man aufschlägt, entweder mit der flachen Hand oder mit dem hinteren Teil der Hand. Ja. Rhythmus beim Trommeln ist die Lautstärke der einzelnen Schläge, da kann man sehr viel Variationen dann machen in der Melodie, damit das nicht sehr einheitlich wird, weil die Trommel ist ja immer nur der Hintergrund und selten die bestimmende Instrument. Und da kann man mit der Lautstärke der Schläge natürlich viel Einfluss nehmen, also die Lautstärke, die Art des Schlages, der Rhythmus. Und das Wichtigste bei Trommel ist immer die Harmonie mit allen anderen. Also es ist nicht die Liedstimme, sondern man begleitet den anderen und holt ihn auch im Rhythmus wieder dort ab. Also wenn jemand den Rhythmus ändert, muss sich die Trommel anpassen, nicht umgekehrt. Okay. Ja, eine Karani? Ja, das nennt man Sampelong. Kommt auch aus West-Sumatra, aber ich weiß sehr wenig, deswegen habe ich ein bisschen gegoogelt. Ich weiß nicht, ob das stimmt, Annika. Sie schreiben, das gibt es nicht in ganz West-Sumatra, sondern eher aus Bayakumbu. Das ist nordöstlich von Bukit Tinggi. In dieser Region ist diese Flöte sehr bekannt. Circa 55 cm lang und 3,5 cm breit. Gehört zu den Flöten aus Südostasien, eher ein magisches Instrument, ist nicht so weit verbreitet und auch nicht so einfach zu bekommen oder zu bauen, weil diese Flöte wird nur wann gemacht, wenn jemand stirbt oder ins Wasser gelegt, und immer wenn jemand stirbt im Dorf, darf man dann ein Blasloch machen, von dem gibt es vier. Das heißt, vor dem, wenn sie schon
vier Leute. Da sind schon mehrere Leute gestorben, genau. Dann ist diese Flöte entstanden und wird für Magie verwendet. Aber ich glaube, es hat oder eher mit Trauer zu tun oder eher mit dem Tod. Also es muss ja nicht unbedingt Trauer kann sein. Kann vielleicht? Ich probiere mal. Dazu muss man alle Grifflöcher zu machen. Und dann die Lippe da so drauflegen. Es ist nicht so leicht, einen Ton rauszubekommen. Ich schätze mal, dass es ein sehr altes Instrument ist. Noch bevor die Religionen Einzug gehalten haben, haben die Leute schon Flöten gehabt und damit gespielt. Mhm. Hört sich auch sehr urig an. Es ist ein sehr tiefer, bauchiger Klang auf jeden Fall. Ja. Ja, soll ich weiter noch was spielen? Kannst du es spielen, Panneka? Ja. Oder was erklären? Ja, ich spiele einen Kurs. Normalerweise spielt man sitzen, aber nur für Podcast mache ich Stehenkurs. Stoppen den Podcast. Okay. Redet nicht. Nein.